Tür sind mit so magnetverschlossenen Tür zusammen. Ja, stand das wirklich Magni? Ja, irgendwas mit Magnet und so. Da ist noch was. Kann man die Tür öffnen? Nein. So, jetzt sind wir Wo wieder im sind wir? Anfang. Sind wir sind von gerade ausgekommen, ich weiß es. Weil, ja. So, jetzt können wir hier erstmal. Okay, ein bisschen Krüppelpfeil hin mal. Okay. Okay, So, jetzt einmal nach rechts gehen würde wir ich mal hier sagen. lang, Wenn genau. der Gang, da wird er wieder auch fünfmal abzweigen, wetten. Oh Gott. Logisch. Aber wenn du links lang gehst, müsstest du zu der Tür kommen. Geh mal geradeaus und dann Warte mal, rechts. warte mal, warte mal. Ich will noch was testen. Okay, Plan geht Ja, auf. genau. Ja, dann cutten wir sie's ab, genau. Das ist Jo, wahrscheinlich am besten. eben. Na genau. Am Ende ist ja alles rosa, alles orange und wir wissen nicht mal wohin. So, jetzt gehen wir weiter. Wo sind wir denn hergekommen? Ach! Da oben ist. Oh shit. Oh shit, hier waren wir ja noch gar nicht. Ne? Was ist das? Ach, das sind die Viecher? Das ist ja krasse Scheiße. Was haben denn die für Hände? Viel größere Hände als Beine, oder? Und breitere. Hammer. Ach, cool, ein Face. Sag mal, cool, dass man die Dinger so sieht. Ah, vor allem wie viele davon, Ja, Alter. eben. Massig viele. Wir dürfen die bloß nicht freilassen. Oh, pass mal auf, wenn alles grün ist, dass die frei sind. Wette ich mit dir. Ja, ich denke auch, na. Diesen Nebengedanken habe ich schon. Ja, ich auch. Wo gibt's denn hier einen? Lass aber den Raum noch durchsuchen. Ja, eben. Da ist schon wieder ein Eingang, so ein kleiner. Cool. Ne, Oh, wie? Katze? Katze? Okay, da war sie. Ja, wo ist jetzt die Katze? Warte. Ja, wir haben's dritte. Das ist jetzt. Dem fehlt aber was. What the fuck? Ich will die Katze finden. Wo ist Lass die die doch. Katze? Achso, stimmt. Das klingt immer wie so ein übelst amateurhaftes aufgenommenes Band. Aber wo ist die scheiß Cat? Nach links, guck mal nach links, da, jetzt nach rechts, also hinten durchlaufen. Nee, es wird wieder leiser. Ja, weil du zum Ausgang gehst, du musst hinten in die Ecke rein. Da hinten in die Ecke, wo der Monitor ist. Ja, noch weiter rechts. Meinst du? Ja. Wo ist denn die Cat? Dreht mal um. Die muss doch nicht mal am Rand sein. Guck mal hoch. Ja, Ei! ja. Das hätte ich ja jetzt auch nie gedacht, dass die jetzt in der Ich habe Decke das hängt. Gefühl, da muss man erst hoch. Also wenn ich das nicht hinkriege, also komm schon. Ja, es hat. War das gerade in seinem scheiß Kopf? Ja, man sieht seinen Kopf selbst, glaube ich. Vor allem. Ne, die kriegst du ja nicht. Das sieht so aus, als würde man da oben mal langlaufen irgendwann. Ne, ich denke eher nicht. Obwohl. Warte. Ja, ist das Vieh nach unten oder nach oben gegangen, gerade an der Scheibe? Ist nach unten geflogen. Das Haus ist fast halbiert gewesen. Lass da mal reingehen. Das führt Okay. bestimmt nach oben. Nach links? Wow. Wow. Holy shit. Ich denke, das wird dann zum Abhauen gedacht sein, ne? Dass man dann die Dinger hier schön, weil guck mal, hier kannst du nämlich auch durch. Aber warum? Und vor allem, warte, lass mal rausgehen und gucken, ob das Ding nach Ich unten will da gefallen ist. jetzt nicht rausgehen. Okay, gut, wir gehen einfach mal. Holy shit. Okay. Ja, wir können mal nach unten gucken. Boah, die Viecher, Alter. Ich will's nicht mit den einen aufnehmen. Hier darfst du mal nicht den falschen Knopf drücken, du. Wie es immer schlagartig abbricht. Ich denke mal, die Tür da werden wir erstmal auslassen. Die? Ja, ich werde erstmal den letzten. Na, wenn du weißt, wo der Schlüssel hin muss, weil ich weiß es gerade nicht. Ach, das ist der Schlüssel für den Raum.
Wo ging es denn da lang? Ah, okay. Lol. Das ist die Tür, wo du gesagt hast, ja, die... genau, das ist die Tür, wo ich... Ja, okay, gut, dann... Schön Markierung setzen. Zum Ausgang auch. Was male ich denn hier hin, Mensch? Übsten Weg malen. Eigentlich in alle Richtungen, die du rennst, einfach gedrückt halten. Genau. Am Ende hast du einfach nur eine Linie, die überall lang führt. Weil du überall hingerannt bist. Ja, genau. Ah, wo bist du hergekommen? Da sind wir hergekommen. Nee, doch. Okay, das reicht als Markierung. Ansonsten vermalen wir uns noch. Du weißt ja nicht, ob wir hier noch irgendwo anders hin müssen. Eben. Die Katze haben wir leider nicht bekommen. Vielleicht kriegen wir die Nahrung noch und müssen irgendwo in der Luft abhauen. Fliegen. Weil springen wir enorm lange. Rechts lang, genau. Nein. Nicht rechts lang. Hier, ach, du hast das... Das ist deine Markierung, okay. Ja, siehst du, das war der Strich, der hier so... So, da vorne links zum mal hergekommen. Also du willst jetzt erstmal den Generator noch ausmachen? Ja, genau. Ich geh jetzt erstmal zum Generator. War das in die Richtung? Das ist schon. Das war alles dort, aber ich weiß nicht, wo du es markiert hast. Na? No. Also... Na, das stand doch da an der Wand. Einmal zum Warehouse und einmal zum Generator. Ja, aber... No, das war jetzt... Ah, okay. Perfekt. Gerade alles durch, ne? Ich hab das Gefühl, das ist wie Slender, wir lösen noch schlimmere Sachen. Ja, oder? Pass auf. Jetzt kurz. Oh, nein, jetzt hat sich die Tür geöffnet. Wo müssen wir jetzt hin? Zurück, glaube ich, oder? Wo war die? Wo waren die Lichter? Naja, da, wo hier wir halt gerade waren. Zu dem übelsten Labor. Also doch dort. Ja, ja, genau. Okay. Also erlaube ich jetzt hier richtig? Ja, ja, das ist dieser lange Gang. An ja, den ja. Kann ich mich noch erinnern, an den Rest aber nicht. Och Mann, das ist immer doof, so übstes Gewatschel. Ja, mich würde schon noch interessieren, was auf dem Platz steht. Da kommen wir gut, noch eigentlich nicht, aber. Also wenn ich ehrlich bin, dann nicht. Mhm. Alter, wie du ja abgehst wie ein Weltmeister. Ja, aber übelste Sorte. Okay. So, da. Jetzt dann. Sind wir wahrscheinlich im Finale. Übelst hell hier wieder. Wieder dunkel. Hammer. Das war doch gerade. Also irgendwie klingt das jetzt so, als gäbe es ja 5 Viecher, aber. Eben. Ich glaube, uns ins entgegenkommen. Oder verfolgen. Zeigt der mir einen Finger? Nee, noch nicht. Ja, das schließen? Nee. Also jetzt. Seht ihr's? Da ist eins. Ja. Scheiß Grafikfehler. Wenn ich jetzt irgendwas mache, dann kommt das raus. Lass mal auf die erhöhte Position gehen. Ja, genau. Wetten, da ist irgendein Knopf und dann geht's los. Ja, und dann kommen die Viecher. Warte, erstmal umgucken, bevor du irgendwas drückst, ob wir nach oben oder so flüchten können. Ja. Also wir wissen nicht, wo dieses Tor links lang geht. Ich würde nicht das als Fluchtmöglichkeit in Frage ziehen. Ich würde sogar sagen, wir gehen unseren Weg zurück. Ich denke, das wird gar kein Tor sein. Da wird einfach nur gleich das Vieh rauskommen. Okay, zurück. Ja, das war mir jetzt klar. Was soll ich jetzt... Ah. Ich sag, wie viele da gleich mal rauskommen. Ja, guck dich ruhig nach hinten um, solange wir... Ja, eben, wir laufen mal rückwärts, eh genau so. Langsam wie... Ich muss trotzdem nach vorne gucken. Jetzt kommen wir zu der Katze, 100 pro. Ja. Oh mein Gott, ein Raum. Master Key. Ja. Pass auf, gleich haben wir das Spiel durch, ich seh's kommen. Hey, wir sind doch unsere... Hä? Lol. Das war gerade das Tor, was du auf... Nee, das ist ja rechts, oder, das Tor? Lol, das ist kaputt gegangen. Links lang. Das ist das Tor, was kaputt gegangen ist. Okay. Und da ist es, da waren wir. Das ist der andere, das ist die andere Seite schon. Ja, und jetzt müssten wir gern wissen, wo der Ausgang ist. Ja, hier lang. Ja, ah, genau. Siehst du? Und das war welche Tür? Ne, war ich gerade.
Der Pfeil geht hier rechts. Schon. Ne, links war doch das die Tür. Die, ach ne, da ist der Schlüssel nur kaputt gegangen. Ne? Ja, siehst du. Und jetzt runter, ne? Das war dieses Magnifated. Ja, genau. Genau, die Tür war das. Wo ist, was? Immer noch? Okay, oh Mann! Jetzt denkt man, man hat was rausgefunden, aber nein! Oh, da unten müssen wir wahrscheinlich hin. Ich glaube, wir haben es doch rausgefunden. Ah, okay! Ausgangstür unlocked. Dann rammeln wir mal ja nur noch. Dann gucken wir mal, ob es geht. Oh, dann sind wir jetzt raus. Was war noch links? Gehen wir zurück, rechts. Ja, gucken. Ja, ja, ich guck, ich guck. Nix. Okay. Nix. Ich will die Katze noch, haben wir es egal. Haben wir eigentlich alle Katzen? Nee, die eine, die halt oben war. 5 von 8, es fehlen noch 3. Oho. Into Lake Erie. Aha, der See. Wow. Okay, also, ja. Ich würde mal sagen... Easy, Alter. GG, easy. ja, also das war jetzt aufgrund unserer extrem professionellen Zeichnungen... Haben wir das voll durchgezogen. Ja. Irgendwie hätte ich die Spraydose am Ende gar nicht gebraucht. Oder? Also, na gut, an manchen vielleicht Stellen, doch, ja. Es war an manchen Stellen auf jeden Fall hilfreich. Eben. Aber ich würde das jetzt, also es ist besser mit. Ja. Und das ist auch ein cooles Feature. Eben. Bloß angeblich ist das Spiel ja noch nicht fertig, weil ich glaube, das geht dann nämlich da weiter, wo man jetzt den See ganz springt. Genau, wo man da runterspringt. Also spätestens, wenn Playford und ich wieder das nächste Mal in Kontakt treten, könnte es ja möglich sein, dass das Spiel dann soweit ist. Ja, ja. Es sei denn, das ist das volle Spiel jetzt, weil falls es so ist, keine Ahnung, müsstest du, wenn du eine Bewertung abgeben müsstest für die paar Minuten, die ja das Spiel jetzt gespielt haben, dafür, dass es kostenlos ist. Dafür, dass es kostenlos ist, naja gut, ich würde von Bewertung, 10, was meinst du, sagst du, Note sagen, oder? Ja, ja, oder als Note, genau. Als Note, na gut, da würde ich vielleicht eine 3 geben, weil Swanny richtig gut, weil das Spiel ging nicht lange. Wir haben jetzt, wie lange haben wir drangehangen? Ich hab den Timer nicht. Ich habe auch keine Zeit. Wir haben jetzt 1.54 Uhr. Naja, es ist... Das ist eine gute Zeit. Wir haben jetzt vielleicht eine halbe Stunde bis Stunde dran gesessen. Ja, halt. Will ich mal meinen. Eben. Ich habe diesmal halt keinen Timer laufen lassen. Aber das ist kostenlos, war also man könnte es schon mal... So. Ihr könnt euch das, wie gesagt, kostenlos runterladen. Ihr braucht bloß eine Plattform dafür. Die heißt die Sura. Ziemlich nervig, dass er den Schwachsinn eigentlich braucht, aber... Eben. Ich würde mal sagen, es ist... Naja... Was kann man noch abschließend dazu sagen? Wenn das wirklich weitergeht, kann es bestimmt spannend werden. Wir haben halt die Monster ziemlich verglitscht. Ja. Ich denke mal, das wäre schwerer gewesen, wenn nicht. Und irgendwie haben wir gewusst, dass da die Typen aus den Türen rauskommen. Ja, also das ist unsere Spielerfahrung, ist das einfach gewesen. Ja, genau. Aber leider ist dieser Raum nicht völlig ausgebrochen, wo viele drin waren. Das wäre natürlich voll geil gewesen und alle auf einmal rausgekommen wären. Aber es kamen, wie viel waren es? 5? 5 Stück ja, im 5 Schnitt? Oder so. Ja, das waren trotzdem viele. Ja gut, dann würde ich sagen, ne? Ja, wir verabschieden uns. Ja, und wir sehen uns ein nächstes Mal. Dann sagen wir einfach Tschüss. Ciao.